Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um den Fall Heike Rimbach. Heike wurde am 28. August 1995 ermordet und am 29. August 1995 tot aufgefunden. Da zu dem Fall immer wieder Diskussionen aufgetaucht sind, der Fall wurde nie in Aktenzeichen XY gezeigt. Er wurde gezeigt bei RTL und ich meine damals bei Spurlos in Sat.1. Das war auch eine Sendung, die interessante Vermissten- und Mordfälle zeigte. Durch die Sendung führte damals Charles Brauer, bekannt als Partner von Manfred Krug, beim Tatort. Aber jetzt zurück zu dem Fall von Heike. Heike wurde in ihrem Elternhaus in Lütkenrode getötet. Ihr Vater fand die 19-Jährige am 29. August 1995 in ihrem Elternhaus erstickt, erstochen und stranguliert. Die Familie lebte erst seit wenigen Wochen in dem 400-Seelendorf an der früheren deutsch-deutschen Grenze. Sie haben einen Teil der Schäferei gemietet, ein großes verfallenes Gehöft. Sie waren aus dem Westen zugezogen und wollten in der Nachbarschaft einen Baubetrieb aufbauen. Heike ist ihre Älteste. Sie hat zwei Brüder und sie lernt in einer Metzgerei. In diesen Sommertagen ist sie frisch verliebt in einen jungen Mann aus Dessau. Mit dessen Vorgänger, einem 21-Jährigen, war sie zuvor zwar 4 Jahre zusammen gewesen und für die Eltern erschien er fast wie ein dritter Sohn, doch vor ein paar Wochen machte sie Schluss. Ihr war die Beziehung einfach zu eng geworden. Ihr Ex hielt aber trotzdem Kontakt zu Heikes Familie. Der Zeitraum 27. August bis 29. August. Am Sonntagabend, der 27. August 1995. Die Rimbachs haben bis 22.30 Uhr zusammengesessen, als sich Heike in ihr Zimmer im Obergeschoss der Schäferei verabschiedet. Den nächsten Tag hat sie frei. Heike kann also lange schlafen, wenn die anderen zur Arbeit müssen. Die anderen Familienmitglieder verlassen das Haus am nächsten Morgen um 6.30 Uhr. Am Montagabend, den 28. August 1995. Die Familie kehrt zurück. Heike ist nicht da. Die stellen ihr Bruder und ihre Mutter fest. Dies war zwar ungewöhnlich, aber trotzdem erklärbar, denn sie könnte bei dem neuen Freund im 120 Kilometer entfernten Dessau sein. Aber es war merkwürdig, denn ihre Geldbörse lag in Heikes Zimmer. Dies haben sie bemerkt, als sie nur ganz kurz in Heikes Zimmer reinschauten. Sie bemerken dabei nicht die Blutflecken an der Bettkante, die zerbrochene Schale und einen nassen Boden. Bald wurden sie diesbezüglich von der Polizei befragt, warum ihnen das alles nicht aufgefallen sein sollte. Der Dienstagmorgen, 29. August 1995. Die Mutter hat viel telefoniert, aber von Heike gibt es weiterhin keine Spur. Die Polizei vertröstet sie aber und sagt, eine 19-Jährige kann schon mal verschwinden. Der Vater wird immer unruhiger und kehrt nach kurzer Zeit bei der Arbeit nach Hause zurück. Er hat die Hoffnung, dass sie vielleicht mit dem Frühbus von irgendwoher zurückgekommen ist. Er stellt das gesamte Gehöft auf den Kopf. Er wundert sich dann, dass die Tür zum Partyraum offen steht. Dies wird er dann aber erst viel später dem früheren Bremer Polizeifallanalytiker Axel Petermann erzählen. Dieser hat sich später den Tatort angesehen, die Geschichte nachermittelt und 2015 in seinem Buch Der Profiler aufgeschrieben. Dann geht Heikes Vater auf den Speicher. Dieser ist gebückt, nur durch einen Durchgang zu erreichen. Dort steht er dann plötzlich vor seinem leblosen Kind. Die Magdeburger Rechtsmedizin stellt dann fest, dass Heike durch massive Gewalt gestorben ist. Diese ist mehrfach todesursächlich gewesen. Sie erlitt Schläge auf den Kopf, wahrscheinlich mit einem Metallhaken. Durch Würgen, Fausthiebe und bis zu 30 Messerstiche, vor allem in den Halsbereich. Schließlich dann durch eine Strangulation der bereits bewusst bzw. hilflosen Heike mit einem Hanfseil in kniender Stellung. Die Tat hat sich über mehrere Räume verteilt abgespielt. Dass Heike mit dem Täter zu Beginn
gekämpft hat, will der Gerichtsmediziner nicht ausschließen. Der Profiler Petermann spricht Peter später von einem Overkill, dem sogenannten Übertöten, und dass das Vorgehen des Mörders mit wenig Planung, aber viel Wut durchgeführt wurde. Es stellen sich jetzt folgende Fragen. Wie kam der Mörder in die Wohnung? Wie beschaffte er sich die Mordwerkzeuge? Wann trat bei Heike Rimbach der Tod ein? Was geschah wirklich zwischen Montagmorgen 6.30 Uhr und Dienstag in der Früh in der alten Schäferei? Die zuständige Kriminalpolizei aus Halberstadt war zunächst sicher, den Täter in der Familie zu finden. Der 16-jährige Bruder wurde in Handschellen zur Vernehmung abgeführt. Ein Halberstädter Ermittler, so erinnerte sich der Vater, hat ihm gesagt: Ich bin seit über 30 Jahren bei der Kripo. Sie machen mir nichts vor. Ich weiß genau, dass es einer von ihnen war. 2005 zeichnet sich dann die erste Spur in eine andere Richtung plötzlich ab. In Bad Harzburg, rund 15 Kilometer vom Tatort in Lütgenrode entfernt, bringt ein Freier eine Prostituierte aus Thailand um und verletzt eine zweite schwer. Brutale Schläge führen zum Tod, wie in der Schäferei. Und des Prostituiertenmordes verdächtig ist ausgerechnet der ehemalige Metzgerkollege von Heike Rimbach. Und dieser soll ihr damals nachgestellt haben. Er wird verhaftet. Am Ende reichen die Indizien aber nicht aus, ihn wegen des Prostituiertenmordes anzuklagen. Dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass dieser tatsächlich der Täter sein könnte. Denn es ist schon merkwürdig. Er ist Tatverdächtiger an einem Prostituiertenmord in der Nähe und wird diesbezüglich sogar verhaftet. Und dieser Mensch ist auch zufälligerweise noch der Arbeitskollege von Heike gewesen und hat Heike nachgestellt. Aber es gab noch einen weiteren interessanten Tatverdächtigen. 14 Jahre nach dem Mord, also 2009, haben Magdeburger Ermittler den Fall übernommen. Auf einem Foto vom Tatort entdecken sie Freizeitschuhe. Es sind die Freizeitschuhe des ehemaligen und langjährigen Partners von Heike, dem besagten 21-Jährigen, dem sie kurz vor ihrem Tod den Laufpass gegeben hatte. Damals ist er Mitte 30, hat mittlerweile selbst Familie. Die Fahnder glauben, er könnte bei der Tat im Raum gewesen sein und aus Kränkung heraus seine Ex-Freundin getötet haben. Es erfolgt ein Haftbefehl und dann der nächste Rückschlag. Das Landgericht in Magdeburg hebt den Haftbefehl auf. Kein dringender Tatverdacht. Die Schuhspur ist nicht ausreichend und ein Bekannter habe ihm zudem für die Tatzeit ein Alibi gegeben. Dass es der Ex-Freund gewesen sein könnte, hatte die Mutter schon immer im Gefühl gehabt, sagte sie. Andererseits, auch bei dem Arbeitskollegen halte sie die Täterschaft nicht für unwahrscheinlich. Anders als der 21-jährige Ex, dieser ist wohl bei der Familie ein- und ausgegangen, hatte dieser aber offenbar nie einen Zutritt zur Wohnung. Nur schwer passt das zur Annahme, der Täter müsste sich im Haus ausgekannt haben. In den Jahren nach der Tat hat sich dann der Verdacht gegen die Familie zerstreut. Diese war kurz nach dem Mord nach Bad Harzburg zurückgezogen. Ein kleines Resümee des Falls. Heike wurde ermordet durch brutalste Gewalt mit einer sogenannten Übertötung. Es sind zwei Personen aus dem sehr nahen Umfeld von Heike verdächtigt. Und es gibt Haftbefehle gegen die Personen. Aber beiden kann diese Tat nicht nachgewiesen werden, beziehungsweise werden nicht verurteilt. Bis heute ist der Fall ungelöst, obwohl der renommierte Profiler Axel Petermann diesen Fall übernommen hat. Also ich kann mich noch sehr gut an den Fall erinnern, als ich ihn damals bei der Sendung Spurlos, glaube ich, gesehen habe, weil er eben sehr brutal war und sehr mysteriös und für mich irgendwo auch klar ist, es muss eine Person aus dem nahen oder näheren Umfeld gewesen sein. Ich hege leider die Befürchtung, dass der Fall nicht mehr aufgeklärt werden kann. Aber trotzdem oder gerade deswegen wollte ich ihn unbedingt einmal bearbeiten und dazu nochmal einen Clip erstellen. Weiterhin tauchte bei Nachfragen von mir, welchen Fall ihr euch mal wünscht,
den ich einmal bearbeiten soll, immer wieder dieser Fall auf. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich dementsprechend dann auch einmal nach entsprechenden Quellen schauen musste, um einfach auch einen klaren Überblick über den Fall zu bekommen, weil es ja auch einmal auch ab und zu mal hieß, der Fall ist geklärt, dann hieß es wieder, der ist nicht geklärt. Von daher denke ich mir, dass generell über den Fall sehr viel Unklarheit herrschte und hoffe jetzt mal mit diesem Clip da ein bisschen mehr Klarheit reingebracht zu haben. Ich muss nochmal schauen, ob ich zu diesem Prostituiertenmord noch weitere Informationen irgendwo finden kann. Dann werde ich da nochmal ein Follow-up machen. Sollte da jetzt in den nächsten 2-3 Wochen kein Clip von mir kommen, dann gibt es da leider keine weiteren Informationen als die, die ich bereits hier in diesem Clip hinterlegt habe. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen und Zuhören, je nachdem, wie ihr meinen Kanal verfolgt. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht Sinn, da noch viele, viele interessante Fälle folgen werden. Ansonsten bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis spätestens zum nächsten Wochenende. Tschüss!